willkommen zu einer neuen Folge der Tage des Simons. Das ist jetzt mittlerweile schon die 52. Folge. Ich bin, wie ihr seht, in Hannover. Gestern war mein 10.000 Kalorien Cheat Day. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, unbedingt noch abchecken. Es war einfach nur überkrass. Mir war gestern Abend so verdammt schlecht. Aber wisst ihr, was heute ist? Ich fühle mich heute richtig, richtig prall. Ich mache jetzt ein kleines Home-Workout, ein paar Liegestütze und so, um ein bisschen den Pump reinzukriegen, um mich auch ein bisschen zu trainieren, weil ich hier nicht irgendwie gescheit trainieren kann. Also es ist immer schwer mit Fitnessstudio hier. Deswegen mache ich jetzt hier ein kleines Home-Workout. Ich mache euch einen Zeitraffer an, ihr könnt zugucken. Und danach müsst ihr unbedingt mal die Form checken, Leute. So, Freunde, selbst so ein kleines Homeworkout kann einen echt zerstören. Aber ich bin trotzdem immer ein riesengroßer Verfechter von ins Fitnessstudio gehen. Da kann man einfach viel mehr machen als zu Hause. Jetzt möchte ich mal meinen kleinen Pump abchecken. Ich habe ja nur Liegestützen und ein bisschen anderen Scheiß gemacht. Schon ein bisschen aufgepumpt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch geht. Ich habe noch einiges Fett an der Brust, aber ich bin zuversichtlich, dass ich bis zur FIBO shredded as fuck bin. So, reicht. Das Posen ist oft anstrengender als das Workout an sich. Ich werde heute auf jeden Fall wieder den kompletten Tag fasten. Und heute Abend haben wir uns überlegt, meine ketogene Diät ist ja jetzt vorbei. Gehen wir eventuell Sushi essen. Habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Ich liebe Sushi und habe schon lange kein Sushi mehr gegessen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, Freunde. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Lasst ein Like da und wir sehen uns gleich wieder. Ich wollte kurz noch ein Thema ansprechen, das Thema Gönnen. Also es gibt immer Phasen im Leben, wo man sich mal mehr gönnt. Es gibt Phasen im Leben, da ist man disziplinierter, da hält man sich an seine Macros, Kalorien. Aber macht euch nicht allzu fertig, wenn es mal Tage gibt, wo ihr einfach euch nicht so gut ernährt, wo ihr einfach nicht so gut esst. Ihr müsst dann einfach immer euer Ziel vor Augen haben und dann einfach wieder euch an eure Macros, Vorgaben, Ernährung, was auch immer halten und nicht wieder ins alte Muster zurückfallen, wie ihr vielleicht euch früher ernährt habt. Versucht da einfach ein Mittelmaß zu finden. Es gibt welche, die können das 365 Tage im Jahr sich clean zu ernähren. Ich bin nicht so eine. Ich muss mir auch mal an manchen Tagen was gönnen und ich bin auch voller Verfechter davon, dass man das mal macht. Dann hat man einfach wieder sein Bedürfnis gedeckt und dann geht's wieder weiter. Dann ist wieder Vollgas angesagt. Für mich geht's heute auch wieder richtig los. Ich esse heute Abend Sushi. Das kann man sich gönnen. Das ist völlig in Ordnung, Sushi. Ich schaue trotzdem, dass ich heute auf mein Protein komme. Irgendwie, es wird zwar heute echt schwer, aber ich schaue mal, dass ich das irgendwie einigermaßen hinbekomme. Und ab morgen ist dann wieder 100% top. Natürlich gönne ich mir ab und zu mal was wieder, aber man muss das halt alles im Rahmen halten. Und wenn man ein paar Regeln beachtet, dann kann man sich sowieso jeden Tag was gönnen. Aber schränkt euch nicht zu sehr ein, Freunde, und gönnt euch auch mal was. Das ist mein Message eigentlich mit dem ganzen Gelaber hier. Es gibt jetzt hier einen kleinen Kong. Das ist ein Energy aus dem Lidl, der kostet glaube ich nur 20 Cent oder so und hat keine Kalorien, ist halt auch Zero. Gut ist er.
So Freunde, jetzt geht's zum Sushi essen. Wir sehen uns gleich. Freunde, mich fasziniert es immer wieder, wenn ich in der Großstadt bin, wie viele Menschen es eigentlich gibt, wie viele Geschichten, wie viele Persönlichkeiten, das ist einfach nur krass. You show up. And now three of us are gone. Why'd you bring us here? So Freunde, wir sind jetzt wieder daheim. Ich möchte euch jetzt mal einen Fitness-YouTuber vorstellen, dem seine Videos ich sehr, sehr gern angucke und ist ein echt sympathischer Kerl. Das ist der Henry CL, macht richtig coole Fitness-Videos. Hier, ich zeige euch mal, was der für Videos macht. Das sind also so ziemlich alles mit dabei, macht auch hier ab und zu mal einen Food-Test, hier hat er den McDonald's Hotdog getestet und hier ein Q&A mit seiner Freundin. Das Video ist richtig cool, müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, und allgemein echt coole Videos. Müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Schaue ich mir richtig gerne an dem seine Videos. Kommt auch ziemlich oft ein Video, ich glaube alle 2 Tage ungefähr. Er ist jetzt bei 3900 Abonnenten. Der ein oder andere wird ihn ja schon kennen, aber wer den noch nicht kennt, ich packe euch mal seinen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr bei dem mal vorbeigucken. Und eventuell mal ein Abo dalassen, Freunde. Hallo Freunde, neuer Tag. Ich habe gedacht, ich melde mich heute nochmal. Wir waren vorhin in so einer Trampolinhalle. Wie hieß das nochmal? Das heißt Superfly. Da haben wir ein paar Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Die werde ich euch jetzt mal einblenden. Und dann zeige ich euch, was ich Verrücktes esse. Psch. So, passt auf, Freunde, wir haben uns hier solche Babygläschen geholt. Die haben eigentlich gar nicht mal schlechte Nährwerte und wenig Kalorien. Die werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich werde safe dieses Spaghetti Bolognese jetzt gleich mal essen. Ja, und dann esse ich hier noch wegen für die Proteins Putenbrust, wegen Lachsfleisch. Dann gibt es gleich noch ein Guacamole, ein paar Gurken, ein paar Tomaten und hier noch ein bisschen Antipasti. Jetzt machen wir hier mal diese Spaghetti Bolognese warm. Und dann probiere ich das mal aus, Freunde. Ich habe sowas noch nie gegessen.
Energy Cake T-Shirt ist da. Also das Glas hier, Spaghetti Bolognese, hat 150 Kalorien. Stinken tut's wie Sau. Jetzt probiere ich mal. Boah, ist das verdammt heiß. Aber ja, geht eigentlich vom Geschmack her. Könnte wegen würziger sein. Schmeckt ziemlich fad, langweilig, aber 150 Kalorien finde ich ganz cool. Kann man mal ausprobieren. Ich probiere dann hier gleich mal so einen Abendbrei oder so einen Pfirsich-Maracuja-Joghurt, Fruchtjoghurt. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Aber ja, das schmeckt jetzt nicht so übertrieben geil. Da esse ich lieber gefüllte Peperoni mit Frischkäse. Passt mal auf, Leute. Ich habe hier in diese Gläschen Salz, Pfeffer noch rein und so ein Hähnchengewürz von Just Spices. Ich schwöre euch, das schmeckt jetzt wie Ravioli. Das schmeckt jetzt richtig gut. Das schaut jetzt zwar nicht so übertrieben geil aus, aber ich schwöre euch, das schmeckt gut. Probier das mal aus. So, jetzt probiere ich das nächste hier. Himbeeren, Apfel ohne Zuckerzusatz. Das ganze Glas hat ungefähr, ja, auch wieder 150 Kalorien. Ich bin mal gespannt. Plopp. Riecht wie Apfelmus. Schmeckt auch wie Apfelmus. Könnte wegen süßer sein, aber ist ja ohne Zuckerzusatz. Ja, und das ist, wundert mich nicht, warum es nach Apfelmus schmeckt. 52% Apfel. Ja, kann man sich mal geben. Abend Gris Vanille. Das Glas hat 130 Kalorien. Ist mit Kalzium. Mit einem Bären. Nach dem vierten Monat. Also perfekt für mich. Aber hier steht bei der Zutatenliste, dass Zucker drin ist. Schauen wir trotzdem mal, ob das. Das Geräusch ist cool. Oh, das riecht wie Haferflocken. Oh, das hat eine geile Konsistenz. Oh, das schmeckt gut. Schmeckt wie Grießbrei. Das ist lecker. I like that. Das schmeckt echt gut. 130 Kalorien das ganze Glas. Feier ich. Feier ich echt. Was geht, Leute? Mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen. Paar Tage. Ich habe die Kamera mal wieder in der Hand. Der Henry CL, das habe ich auch gerade gesehen, ist schon bei über 4000 Abonnenten. Also ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Auf jeden Fall wollte ich mich nochmal kurz melden und das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch haben die Impressionen von Hannover ein bisschen gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video allgemein gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne mal einen Daumen und ein Abo dalassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Show. Glocke aktivieren, na klar.